Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Espeliosis Crafted World. Discord ist zwar dabei, aber ihr hört Discord nicht, nur ich höre Discord. Keine Ahnung, weshalb ist jetzt noch ein Discord drin, aber ich dachte mir, hey, wieso nicht? Aber ihr hört es im Stream nicht, damit euch das nicht stört. Wir fangen an mit dem Rumpelzungel. Ich finde den Namen so gut. Beziehungsweise... Genau, weil, also wir haben Rumpelzungel schon gemacht, aber hier fehlen uns nämlich noch ein paar Grinseblumen, bevor wir hier weiter können, und die müssen wir irgendwo noch in diesem Rumpelzungel hier finden. Irgendwo zum Beispiel hier haben wir irgendwie das eine, weshalb wir das jetzt nochmal machen und jetzt einfach schauen, dass wir Grinseblumen finden. Und zwar einige. Und ist möglichst doch geswitcht in Discord. Komm aber gleich wieder. Bis gleich. So. Also. Schauen wir mal, was wir hier an Grinseblumen finden. Ich bin gespannt. Und hoffe auf einige. Ach, ich bin auch dumm. Bin ein kleines bisschen müde. Falls das euch eventuell schon aufgefallen ist. Nehme aber trotzdem einen Haufen Zeugs vor auf. Und ja. Ich weiß, ich habe das Level schon mal gestern oder wann gebracht. Aber es ist... Vor allem war es gestern irgendwie intelligenter bezüglich, wie es dann hier weitergehen wird. Okay, aber so ist es eigentlich auch gar nicht. Hashtag, wenn man nur Logik hat. Hier gibt es irgendwo die erste, nämlich, nee, gibt es noch nicht weiter. Ich dachte, meine essen müssen, dann sagt das doch gleich. Mist, da habe ich mal eine Coin verspielt. Ich meine, klar, es kann jetzt von vorne starten, aber muss nicht zwangsweise sein. Aber wo soll die hier sein? Da bin ich einfach komplett retarded und finde die nicht, weil ich dumm bin. Ja, die ist doch da irgendwo. Ja, wurde das jetzt da gern motiviert sein, aber ich bin gerade so scheiße müde zum Zeitpunkt, wo es die Party aufhängt. Das ist unglaublich. Safe irgendwo im Hintergrund. Safe irgendwie dort, wo dieses fette... Safe ist das irgendwo ganz genau, nämlich hier. Nee. Oh, das müssen die alle kaputt machen. Und die kann man damit auch nicht kaputt machen. Jetzt bin ich verwirrt. Ist ja richtig hardcore verwirrt. Wo soll hier diese Grinseblume sein? Ich glaube, wenn ich sie heute nicht alle im Part treffe, dann mache ich das einfach mal offscreen oder so. Aber wo soll hier diese eine Grinseblume sein? Egal. Wir gehen einfach jetzt mal nach den nächsten Zaun. Bald kommt bestimmt wieder die nächste. Hier fliegen wir einfach komplett gemütlich drüber. Das ist jetzt ja eh keine Sau. So. Auch Zaun, dass ich nach Möglichkeit alle Leben behalte. Da bin ich im Zweifelsfall auch im Vorteil. So, das Ding kommt jetzt auf einmal auch noch ein so hinterher. Zumindest halbart. Das ist dann noch alles weitestgehend harmlos. Und überall gibt es wieder neue Dingsbums.
So, hier gibt es ja irgendwo eine neue Grinseblume und ich glaube, sonst wissen, dass ich da irgendwie dran vorbei bin. Hier ist sie ja. Wunderbar. Damit die erste von einigen, die uns hier noch fehlen. Aber immerhin eine. Das ist doch auch so mal sehr schön. Was ist denn das hier? Nee. Okay, die ist ungefähr auf dieser Höhe hier. Ich finde es so richtig komisch, das Ding einfach ein hier so übelst krass verfolgen kann. Weil sich der Kopfband auf seinem Leben nicht klar gefühlt. Aber ist der auch beschissen? Was das ist, wo hier. Nicht auf der Höhe, ist es das Ding? Ja, genau, hier ist es natürlich mal wieder so ein Ding hier. Ist definitiv mal eine klosprühklare Sache. Aber hey, wir haben sie ja gefunden, also wunderbar. Hier müsste man es irgendwie richtig behindert den Weg durchfuseln, bevor dieses Heißhaufen-Ding nach oben kommt. Das war vielleicht eine Sache, die wirklich ein kleines bisschen hier complicated ist, bevor die Schlange hier kommt. Aber wenn man nicht komplett retarded und lost ist, bekommt man das eigentlich auch weitestgehend hin. Naja. Und der Rest überlebt man einfach so. Und es kann da so gehen. Ich habe volle Leben. Oh, scheiße, Mann, ey. Du wolltest es einmal hier behalten, aber jetzt bekomme ich es ja. Keine 5 Minuten hin. Auch eine sehr geile Aktion. Jetzt holen wir jetzt hier mal ein paar Psyguys so. Die ist für 9. Wurf geschossen mache. Wie habe ich das geschafft? Forever, ich habe die Grenzeblume und darauf kommt es mir an. Ah, das ist diese bescheuerte, die muss man erst ein bisschen aufpassen. Ich kann mir. Oh nein. Ah, hier ist Haus, das ist so viele Grenzeblumen. Wie mir nur irgendwie möglich ist, einsammeln. Das habe ich, glaube ich, auch weitestgehend geschafft hier. Hoffe es zumindest. Ey, dieses Nachtsaufnehmen, ey, da ist man so müde. Wenn ich bin, ist es gerade. Ich weiß erst nicht, was es für einen Sinn hat. Da liegt vielleicht daran, dass es auch so spät ist. Aber ich nehme heute wirklich nur das Zeug von morgen auf und dann muss ich mal sehen, wie ich das jetzt in Zukunft sinnvoll irgendwie mache. Jetzt habe ich zumindest mal ein paar mehr. Ich habe 16 und brauche ein hohes 20, das heißt, mir fehlen noch 4 Stück. Well, jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommt man die 4 noch her? Machen wir das rück nochmal hier, vielleicht bekommen wir es hier noch ein paar. Ich meine, ich brauche nur noch 4 Stück, das sollte ja eigentlich machbar sein. Glaubt ihr zumindest, wenn es. Suche es einfach den Rest bis zum nächsten Part, weil ihr seht, ich werde halt langsam müde. Und das ist eine Sache, die nicht sonderbar feierlich ist.
Ach nee, das war dieses Level, wenn man jetzt irgendwie für dir keinen Bock drauf hat. Wo ist das Ding ja nur einmal hier hinklatschen? Musste. Nachdem es einmal gepasst hat, war es ja gut. Oh Gott, ja, wir sind fast alle. Nee, das Haus mal nach dem anderen Level, wo mir wirklich noch Essen fehlen. Ich glaube, das macht, wo es halt einfach nicht drauf geachtet habt. Das wird nämlich viel, viel mehr Sinn machen. Weil ich meine, ihr habt die Level ja auch schon gesehen, oder? Ich glaube, es macht fast mehr Sinn, wenn ich dann sage, ich sammle die einfach bis zum nächsten Part offscreen. Das erste Mal, dass sie wirklich hier da so wenig Grinseblume haben, muss man auch mal schaffen. Nee, dann mache ich das im nächsten Part. Und wir. Ich hasse diesen Dichtkörper rausmoven. Machen das hier einfach mal und es hole mich jetzt nochmal einen Zehner. Und tu einmal hier werfen. Und dann schaue ich, dass ich bis zum nächsten Part mal die vier restlichen Grenzeblumen suche. Dann habt ihr sie. Dann habt ihr sie. Und alles ist gut. Vor allem können wir weitermachen. So, schönes Outfit, das haben wir gespeichert. Und das war's mit denen dann doch hoffentlich wieder ein bisschen. Kurzen Part von Yoshi's Crafted World. Ich muss mal schauen, wie lange das Let's Play so im Großen und Ganzen überhaupt eigentlich noch läuft. Das weiß ich nämlich noch nicht. Wie viele Parts ungefähr noch geben wird. Ich werde mal schauen. Kann es gerade nur schwer einschätzen. Ich glaube, das wird doch nicht mehr so ganz die Hälfte haben, aber mal sehen. So, das war's mit dem Part trotzdem. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!